Ich wusste ja, dass du gerne auch streitest, konnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber was ich ganz toll fand, wenn es denn stimmt, ist, dass du sagst, es gibt gerade bei Paaren, die sich lange kennen, gibt es ein Rezept, wie man richtig streitet. Welches von denen meinst du jetzt? Du kannst erst mal anfangen. Ich habe gelesen, man kann sich auch sehr heftig streiten, aber nicht die Grundlage in Frage stellen. Das, glaube ich, ist wichtig. Also wenn du anfängst zu denken, den will ich nicht mehr sehen, machst du was falsch. Ich habe mal bevor ich mit meinem Mann zusammen war, hatte ich tatsächlich auch Erfahrungen mit Männern. Und ich hatte auch mal eine Freundschaft, wo wir gar nicht gestritten haben. 3 Jahre. Und ist das völlig unnatürlich. Völlig unnatürlich. Und das ist ganz komisch. Und ich glaube, es ist auch deshalb auseinandergegangen dann am Ende, Bleiben da die Aggressionen? Nee, nicht Aggressionen, sondern es ist eine Auseinandersetzung. Mhm. Wenn du mit jemandem wirklich zusammen bist, gibst du einen Teil von deiner Selbstbestimmung auf. Und ab dem Moment verhandelst du eigentlich darüber, welchen Teil wer in dem Leben bekommt. Und deswegen, glaube ich, ist eine Partnerschaft, ob es eine Ehe ist oder eben eine lange Gemeinschaft, immer auch ein Verhandeln. Über das, was man eben gemeinsam ist und was man noch alleine ist. Und wenn man so lange zusammen ist wie wir, und das sind jetzt 30 Jahre dann im Mai, dann ist es auch so, dass man sich ja verändert in dieser Zeit. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und da Schritt zu halten und miteinander zu gehen, das ist auch immer eine Verhandlungssache. Also wir reden viel und wir streiten dann auch manchmal. Und es ist eigentlich immer gut, wenn man dann relativ schnell wieder die Tür, die zugeschlagen wurde, glaube ich, aufmacht. Das ist so auch eine Erkenntnis. Und glaubst du, dass es wichtig ist, gerade wenn man jemanden so lange kennt, dass man nie von der Annahme ausgeht, man kennt den anderen durch und durch? Zumal er sich ja verändert. Oder voll und ganz? Zumal er sich verändert. Also es ist so ein bisschen wie ein Thema in der Musik, das man kennt. Und trotzdem gibt es Variationen. Das heißt also, du hast immer so ein Grundthema, das erkennst du immer wieder, aber es verändert sich immer wieder. Und das macht es spannend. Also wir haben uns bisher noch nicht gelangweilt. Und also jetzt zum Beispiel die Reise, wir sind letzten Sonntag zurückgekommen, in die Arbeit gestürzt. Und ich freue mich darauf, dass wir am Wochenende vielleicht nochmal dazu kommen, dann nochmal irgendwie innezuhalten und zu sagen, was war denn das und wie geht es uns? Und tun dir deine Füße auch so wie meine? Wobei ich meine, er tut sich die Schuhe dann nicht an. Okay, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ranga, ich glaube, seit 32 Jahren verheiratet. Ja. 91. Findest du dich in dem wieder? Total. Also Streit, Konflikt gehört dazu und man wächst. Und das, was Sandra gesagt hat, ist, es ist eine Veränderung. Ich meine, hallo, 32 Jahre. Wir sind beides andere Menschen geworden. Wir sind durch andere Lebensphasen gegangen. Am Anfang gab es Kinder, das ist was völlig anderes. Die gab es bei uns nur mittendrin. Also, wie bitte? Wir haben damit gewartet sozusagen. Ja, wir am Anfang auch, aber dann kamen die Kinder, dann sind die Kinder aus dem Haus. Jetzt sind die Enkel da. Mhm. Ja, nee, da kann ich nicht mithalten. Ja, aber da streitet man auch nicht. Da streitet man auch nicht. Aber thank you.